Mein Name ist Weihbischof Dominikus Meyer. Ich bin Weihbischof hier im Paderborner Dom. In der Regel des heiligen Benedikt gibt es ganz zu Beginn im Prolog eine Frage an den Novizen, der ins Kloster eintritt. Bist du ein Mensch, der das Leben liebt? Und das ist eine Frage, die nun 40 Jahre mit mir geht. Für das Leben sich einzusetzen, für die Vielfalt des Lebens, für die Wertigkeit jeden Lebens. Und das ist etwas, was ich sehr bewusst bei meinen Firmungen auch den jungen Leuten mitgeben könnte, die unter einem so großen Druck oft stehen, die gar nicht wissen, wo habe ich einen Ort mit all meinen Fragen. Ich versuche deutlich zu machen, dass das Sakrament der Firmung ein Sakrament der Ermutigung ist. Sie haben einen Wert. Sie sind wertvoll. Denn Gott hat in jedem Menschen einen guten Kern gesetzt. Und das ist eben dann auch zu spüren, wenn man den Jugendlichen die Chrisamsalbung gibt, auf der Stirn dieses Kreuzzeichen. Wie bewegt man in Augen schaut, wie man spürt, ja, da tut sich etwas. Und da merke ich auch, das ist so was Schönes, dann selber dieses Sakrament spenden zu können. Anderen zu sagen, Gott steht zu dir. Er traut dir viel mehr zu, als du vielleicht selber. Ich denke, das ist ein guter Grund, wirklich in der Kirche tätig zu sein. Und auch für diese Kirche tätig zu sein. Weil die Kirche vom Leben erzählt und dass das Leben wertvoll ist. Und ich glaube, die Kirche sind wir, eben die Menschen. Das ist mein Grund. Was ist deiner?